Dann darf ich mal alle recht herzlich begrüßen zu dieser kleinen Tagung. Ich werde versuchen, in meiner Einführung 23 eine Wiener Musikzeitschrift ein bisschen was darüber zu sagen. Und ja, später heute dann ein wirkliches Referat. 23, eine Wiener Musikzeitschrift, das ist der gesamte Titel, erschienen 1932 bis 1937, wurde gegründet als eine Art musikalischer Fackel. Also wirklich in Anlehnung oder mit dem Vorbild der Fackel von Karl Kraus. Und zwar unter maßgeblicher Beteiligung von Alban Berg. Und das maßgebliche ist jetzt nicht eine Phrase, wo man so sagt, ja, war schon wacher, sondern der Alban Berg hat das von Anfang an eigentlich sehr, sehr entscheidend mitgetragen, bis hin, dass er, der hat ja immer so sich gespült mit Sachen, also gebastelt gleichsam. Ja. Und der Alban Berg hat sogar Entwürfe gemacht für das 23 und so weiter. Also es ist grafisch gestaltet worden. Vielleicht habe ich da was, ich bin jetzt nicht. Oh ja, so hat es ausgeschaut, sichtbar das von hinten, naja. Sie sind ja drin. Punkt auf Kopfhörer. Ah. Danke. Ah, Entschuldigung. Entschuldigung, ja, genau. Muss das in die Kamera holen. Genau. Also, eine Wiener Musikzeitschrift. Und da hat er sogar bis hin zu grafischen Entwürfen also gemacht am Anfang. Und ja, das Bemerkenswerte an der Zeitschrift ist der Zeitraum des Erscheinens. Die erste Nummer erscheint 1932. Vorbereitet wird sie etwa 1931, aber es ist eine relativ kurze Zeit. Sie ist eigentlich eine Zeitschrift, das ist auch ganz merkwürdig, wo ich erst im Rückblick also draufgekommen bin, eine Zeitschrift, die zunächst wirklich getragen wird von rein österreichischen Autoren. Also der für uns sozusagen zum Beispiel der Adorno, ist erst nach einigen Nummern dazugestoßen. Ja. Und erst in der letzten Nummer gibt es dann auf einmal eine Ansammlung, nämlich fast der erste deutsche Autoren, Kantgauer schreibt im letzten Heft noch und so. Ja. Wobei, das muss man auch gleich betonen, die deutschen Autoren sind alle bereits im Exil, wenn sie für 23 schreiben. Ja. Also zunächst eine Sammlung österreichischer Autoren. Das nächste ist, eigentlich sind drei Leute maßgeblich. Der Willi Reich als Herausgeber, der Ernst Czenek, der ganz maßgeblich das mitgestaltet, und die tun das auch redaktionell. Und das Ganze war, glaube ich, würde vermodern in Archiven, wenn nicht im Jahre 1971 im Verlag Otto Kerry in Wien die Zeitschrift einen Reprint erschienen wäre, den also noch der Willi Reich einleiten konnte und wo wir daher alle Hefte reproduziert haben. Ja, wenn das nicht wäre, eigentlich kein Mensch findet es. Denn das muss man auch sagen, in der Adorno-Literatur kommt das nur sehr, sehr dürftig vor. Sei in der Adorno-Biografie wird das zwar erwähnt, aber Erwähnung ist schon genug. Ja. Ich meine, nicht als maßgeblich, ganz interessant. Ja. Also, das ist wieder ein eigenes Kapitel. Der Titel der Zeitschrift
leitet sich ab von der Nummer des Paragraphen des österreichischen Pressegesetzes, auf den man sich berufen musste, wenn man die Berichtigung eines falschen Angaben enthaltenen Zeitungsartikels erzwingen wollte. Ja, da musste man sich auf diesen Paragraphen 23 berufen, dann konnte man eine Berichtigung in der Sache verlangen. Und das war also das Vorbild für die Zeitschrift. Außerdem schreibt der Willi Reich in der Einleitung, 23 war also für Albert Berg eine Schicksalszahl. Also er hat wirklich auch nur mal das um den 23. herum alles Mögliche passiert oder das mit 23. Oder das war jetzt auch, das geht bis dahin zu seinem Todestag, dass er auch nur mal hat am 23. Dezember, glaube ich, war das, dass er gerettet ist nunmehr, aber leider war es nicht so. Der war kurz danach tot. '24 war der Versuch einer theoretisch fundierten Interpretation der neuen Musik unter Einbeziehung damals neuer Medien wie Radio und Schallplatte. Auch das ist beachtlich. Es gibt Artikel, gerade von Adorno über Schallplatte, aber es gibt das über das Radio, ja? Czenek. Also das kann man vielleicht hervorheben und zugleich ging es um eine Abwehr der Antimoderne. Auch das war deutlicher Vorstellung. Wir müssen, die erste Nummer erschien im Jänner 1932, die letzte im September 1937. Und das können wir jetzt ruhig uns vor Augen halten. Im März 38 ist alles zu Ende. Dieses Heft erscheint nicht mehr. Wichtig ist aber auch zu sehen, dass die längste Zeit die Zeitschrift 23 unter dem System des Austrofaschismus existierte. Wobei man auch nüchtern dazu sagen muss, dass Ernst Czenek, ähnlich wie Karl Kraus, eigentlich ein Anhänger des Kanzlers Dollfuss war und der Meinung war, das ist durchaus okay. Ja, mehr noch, Ernst Czenek, das ist wirklich ganz, ganz eigen, aber macht vielleicht auch deutlicher dieses fürchterliche Verhalten des Karl Kraus, nämlich, dass man, also ich sage jetzt vom Ernst Czenek, weil der sehr maßgeblich für die Zeitschrift war, dass der so einen seltsamen Radikalismus der Mitte verfochten hat und der wirklich der Überzeugung war, zumindest einige Zeit ist dann schon klüger geworden, aber zunächst war er der Überzeugung, dass man dem Austrofaschismus also beispringen müsse gleichsam und dass man ja sogar in sehr weitgehender Weise, nämlich man könne ihn ausstatten mit zum Beispiel mit moderner Musik. Und der Czenek war wirklich der Überzeugung, dass das, was er vertritt, die kulturelle Moderne, dass das wäre auch ideal, auch als ideologische Ausstattung des Regimes. Ich sag mal, das hat ja nicht einmal der Karl Kraus geglaubt. Ja? Bei Karl Kraus gibt es ja da Bemerkungen, also ich meine, der war für Dollfuss und so weiter, aber da gibt es ja Bemerkungen, muss man sagen, das ist dann nur nicht mehr so erschienen, aber irgendwann hat er gesagt, also das war schon gegen seinen Tod hin, aber hat er bemerkt, es gibt Leute, die behaupten, sie haben mich gesehen im Salon der Alma Mahler. Ja? Und dann sagt er, so tief bin ich noch nicht gesunken. Also, das ist eine Lüge. Aber ansonsten, beim Karl Kraus war das nicht weiter dann
außer seinen, also ich will nicht auf das weiter eingehen, sein Hass gegen die sozialdemokratische Führung und so weiter. Beiseite, bleiben wir beim Ernst Krenek, der hat wirklich einen seltsamen Radikalismus der Mitte verfolgt. Und war vor allem das, was ihn so auszeichnet, er war wirklich ein ernsthafter Vertreter der Moderne. Ja, nämlich Krenek. Und er hat also tatsächlich, war er der Meinung, dass diese Kultur der Moderne, vor allem die Musik der Moderne, ideal wäre für das Regime als ideologische Aufrüstung. Ja, er schreibt da ganze Oper Karl der Fünfte, die eben zum Unterschied ist, das muss man auch sehen von anderen, die wirklich der Versuch war, jetzt will ich nicht da über die Qualität oder nicht Qualität eingehen, aber Versuch war, dieses seltsame Regime auszustatten, ideologisch, mit einem Universalismus, unter Anführungszeichen, also jetzt keinem faschistischen, auch mit keinem gegenreformatorischen, das ist ja das Beachtliche beim Krenek, sondern wirklich so ein nicht gegenreformatorischer, also eine nicht gegenreformatorische Ideologie an den katholischen Universalismus. Und dann ist er draufgekommen, dass das halt bei dem Regime nicht wirklich weitergeht, ja? Dass die halt gekillt haben in der und die trinkiert haben und das ist so, der ist durchgefallen. Die Oper ist dann aufgeführt worden in Prag, 1938. Also, war das 37, 38, also, aber knapp vor der Eliminierung der Tschechoslowakei, ja, also nur im letzten Augenblick noch aufgeführt worden. Also, ich sage das nur so, das ist wirklich eigentümlich interessant, aber was den Krenek so auszeichnet war, dass er der Überzeugung war, jedenfalls 33, ja, und da noch, dass der echte Überzeugung war, man könne das Regime gleichsam ausstatten mit einer Art Kultur der Moderne, die diesem Regime endlich eine gewisse quasi Würde und gewisses Ausmaß an Dignität verweigert. Also er hat nie begriffen, oder nie, er hat lange Zeit nicht begriffen, dass das Regime eigentlich sich nur durch den Katholizismus vom Nationalsozialismus unterschieden hat. Ja? Also auf das möchte ich nur kurz eingehen, weil das ist wichtig. Der Ausdruck Faschismus war eigentlich der europäische Faschismus, dessen wichtige Akteure bereits in den Zentren der staatlichen Macht saßen. Das heißt, die haben nicht einen Marsch auf Wien angetreten. Einmal der Prima-Putsch war so versucht, der Marsch auf Wien, aber mehr hat der nicht braucht, ja. Heimwehr hat sich ihm entgegengestellt, weil die saßen schon im Zentrum der Macht. Die brauchten keinen Marsch auf ihr Wien. Die Heimwehr haben es benutzt als Kasperl, die sie gegen die Sozialdemokratie zum Schrecken. Also, ja, das ist ein Gespenst. Der Faschismus, ja, nämlich die wollen es eh selber. Also die haben sozusagen nur die als weitere Schreckgespenster benutzt, aber die saßen im Zentrum der Macht. Das heißt, die haben niemanden gebraucht, der auf Wien marschiert. Für obskure Heimwehrler. Also daher war der prima erledigt und kein Problem. Aber die christlich-soziale Partei, die den Bundeskanzler und alle wesentlichen Mitglieder der Bundesregierung stellte, zeichnete sich seit Luegers Zeiten durch drei wesentliche politische Säulen aus, die eng miteinander verschränkt waren. Deutschnationalismus, Antisemitismus und Katholizismus. Und nur der Katholizismus hat den Austrofaschismus vom Nationalsozialismus unterschieden. Und ansonsten haben die immer sich behauptet als das bessere Deutschtum. Alles wollen sie besser, ja, als die Nazis. Das hat sich absurd und obskur war, aber so war es halt. Ja. Und da muss man sagen, der Krenek hat brav gegen die Nazis Stellung bezogen, gegen Goebbels und so weiter und hat eigentlich eine Weile lang nicht kapiert, dass das aber nicht die
die Austrofaschisten waren nicht auszustatten mit irgendeiner quasi progressiven Ideologie und schon gar nicht mit einer progressiven Kultur der Moderne. Das haben die genauso gehasst oder mehr noch als die Nazis. Ja, die Nazis waren noch zum Teil vielleicht noch nicht fortschrittlich, aber ja, in gewisser Weise natürlich gegenüber dem Katholizismus gerade so progressiv. Also der christlich-soziale Kanzler hatte kein Interesse an einem Heimwehrmarsch auf Wien. Dort saß man ja selber. Ja, das ist der ganz wichtige Unterschied zu anderen Faschismen, die wirklich die Macht erst ergreifen mussten oder wie Hitler ernannt worden sind und so weiter, aber nicht im Zentrum der Macht saß. Aber der wirkliche Feind dieses Austrof, dieser christlich-sozialen an der Regierung war das Parlament, der Nationalrat. Der war eine Bedrohung für jede christlich-soziale Regierung. Und daher wurde der bei erster Gelegenheit 1933 ausgeschaltet. Und dann hat aber der Austrofaschismus sich selber als der Vertreter des besseren Deutschtums präsentiert. Wir sind die besseren Deutschen. Wir sind besseren Deutschnationalen. Ja? Das ist etwas, was bis heute, darum hebe ich es hier hervor, in der Geschichtsschreibung solide, sorgfältig verdrängt wird. Da wird niemand mit der ÖVP finden, der sich dazu also offen bekennen will. Das heißt, wenn, dann geistert es herum. Aber das war die wirkliche Tradition der christlich-sozialen. Nur der Katholizismus hat sich von den Nazis unterschieden. Und das wollte also auch der Geschenk nicht sehen. Daher die Vorstellung irgendwas, man kann diesen Faschismus mit der Kultur der Moderne gleichsam aufpolstern und ausrüsten und so weiter. Da hat der Geschenk erst lernen müssen, bis irgendwann 36, knapp vor Ende des ganzen Kasperltheaters konnte er dann sehen, da ist nichts. Und bei der Oper Karl V., da wurde der Beweis dafür angetreten. Und dem Ormann, nämlich Ormann der Anführungszeichen, ja, dem Operdirektor, war das nicht der Fritz Schalk, glaube ich. Also jetzt, dem haben sie noch übers Clemens Graus war das. Aber ich glaube, der ist aber nicht gestorben. Ja, aber dann bin ich ruhig. Weil irgendjemand, der das auch betrieben hat, haben sie dann übers Grab vorgeworfen, dass er das gefördert hat, den Karl V. Okay, dann, ja. Also irgendwas. Gut, also wie immer, das war vorbei und da begann dann auch der Geschenk ein bisschen nachzudenken, dass das vielleicht nicht ganz das Erwünschte ist. Aber das hat er dann eingesehen und darum hat er auch dann ist er auch dann emigriert, also nicht erst im letzten Augenblick, sondern schon vorher, weil da war nichts drin. Ja? Und Karl V. wird uraufgeführt in Prag. Das ist jetzt nur so als Hinweis, warum ich so ausführlich über Geschenk, er war einer der maßgeblichen Autoren und Redakteure der Zeitschrift 23. Und jetzt, was für uns noch interessant ist und warum er den besonders reinbringen kann, ist, das war wirklich außergewöhnlich, dass hier eingetreten worden ist für eine Kultur der Moderne. Denn das war kompromisslos. Ja. Der Ernst Geschenek polemisiert in der Wiener Zeitung, der tritt auf, der Bruno Walter, ich komme dann beim Vortrag dann später dazu, tritt auf der Bruno Walter und mit maßgeblichen Funktionären des Austrofaschismus im Publikum und der Ernst Geschenek polemisiert dagegen in der Wiener Zeitung. Ja. Also ein antimodernistisches Agitieren des Bruno Walter, der auch den Gustav Mahler dazu missbraucht. Ja. Also das ist ganz, ganz interessant, was hier an Stellung ist. Und daher war auch die Unterstützung des Regimes von Geschenek ja eine sehr skurrile. Ja. Und eigentlich ja, ne? Aber so ähnlich wie, aber noch viel schlimmer als beim Karl Gardewig schlimmer. Es war für das Regime nicht brauchbar
Und ja, war er da zeitlang naiv und hat geglaubt, und dann ist er draufgekommen, das spürt's nicht, weil das sind wirklich auch die Parallele zum Nationalsozialismus und dieser Konkurrenzfaschismus, den der Autofaschismus auch gespielt hat, war ja völlig hilflos. Er war ja dauernd ein bisschen absurd, weil sie konnten hier nicht wirklich anknüpfen. Sie haben die Nazis da in Wirklichkeit gehabt. Ihr, sagen, gemessen, das darf man nie vergessen, das dann auch später spielt das immer eine Rolle bei den Nazis, die Betonung zum Beispiel der reaktionäre Widerstand, das ist Katholizismus. Ja? Wobei der Widerstand gar nicht basiert hat dann auf einem politischen, sondern waren dann wohl das Einzelne bekanntlich, also von Klosterschwestern über was sie den berühmten Wehrdienstverweigerer etc., die da eigentlich isoliert verlassen von ihrer Kirche, ja, sich auf ihr Gewissen berufen haben, aber es war kein katholischer Widerstand im Sinne, dass die Kirche in irgendeiner Weise dahinter gestanden wäre. Also, das nur so allgemeines ins Background. Die Zeitschrift hat sich jedenfalls redlich bemüht, einzutreten für moderne Musik, hat sich redlich bemüht und gerade auch der Gschenik gegen den Antimodernismus, der eigentlich dem Regime eigen war, aufzutreten und hat sich redlich bemüht, Dinge zu diskutieren, die ansonsten eigentlich im Autofaschismus nicht üblich waren. Also das ist die. Und jetzt hat man dann auch noch eingeladen, seltsame Gestalten wie den Adorno, der unter dem Pseudonym Hector Rottweiler dann da schreibt. Oder in der letzten Nummer schreibt Siegfried Krakauer. Aber die deutschen Autoren, die da dazukommen, das sind alle im Exil. Also keiner von denen, das ist alles mit 33. Und hier nimmt also noch Gschenek Stellung gegen Goebbels oder so. Ja, also das war schon ein Versuch, nur das war innerhalb des Regimes natürlich äußerst kläglich, weil die haben zwar das einerseits geschätzt, nämlich unter Anführungszeichen, weil die Nazis der Konkurrenzfaschismus war, aber andererseits haben sie inhaltlich, gerade auf dem kulturellen Gebiet, natürlich war das kein Element, das sie geschätzt haben. Nur der Gschenek hat eine Zeit lang eben geglaubt, man könne mit der modernen Kultur dem Nationalsozialismus begegnen und könne das hiesige Regime damit polstern, aber die waren meistens ja noch dümmer und schlechter als die Nazis. Und das war dann schließlich auch ihr Untergang. Ja, soweit sei das gesagt, aber immerhin war die Zeitschrift 23 von 32 bis 37 wirklich ein bemerkenswertes Organ der Moderne in Österreich. Und das war wirklich absolut modern. Also alle, die da geschrieben haben, haben sich redlich bemüht. Alle haben also auch relativ offen zu diskutieren, auch untereinander zu diskutieren. Das soll man auch nicht geringschätzen. Es war damals nicht üblich, dass man diskutiert. Ja. Ich meine, so ein gleichgeschaltetes Regime. Ja. Und daher ist die Zeitschrift wirklich ein bemerkenswertes Organ der Moderne in Österreich in der Zeit, meist in der Zeit des Autofaschismus. Das nur zur Einleitung und irgendwie, um das so weiter noch verständlich zu machen.